Oh, jetzt bin ich aber pappsatt. Möchtest du noch Nachschlag? Nein, nein, ich bin so satt, da passt nichts mehr rein. Wirklich nicht? Nein, nein, danke. Lecker, das riecht nach Krebs. Oh, da habe ich voll Lust drauf jetzt. Ja, ich auch, aber ich habe leider kein Geld dabei. Hast du welches? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich hätte gerne 2 Krebs, bitte. Einen mit Nutella und einen mit Zimt und Zucker. Ist das etwa Papa da vorne? Ja, wer wollte doch einkaufen? Wieso ist er denn hier? Na, das fragen wir ihn am besten selbst. Papa? Huch, wo kommt ihr denn plötzlich her? Wir sind mit Bälle spazieren und was machst du hier? Nichts. Ihre Krebs sind fertig. Papa, du kaufst dir Krebs? Erwischt, ja, ich gebe es zu. Mamas Suppe war nicht so mein Favorit heute, aber verratet mich nicht. Ich kaufe euch auch einen Crepe, okay? Okay. Ich hätte gerne noch 2 Crepes, bitte. Mit, was möchtet ihr drauf haben? Nutella. Apfelmus, bitte. Und mich fragt keiner. Na toll. Alles klar, mache ich ihn fertig. So, Kinder, ich muss jetzt einkaufen. Wir sehen uns dann zu Hause. Okay, bis später. Ist das lecker. Ich könnte noch 10 weitere davon essen. Ja, ich auch. Crepes sind mega lecker. Ich wünschte, wir hätten einen Crepe-Stand zu Hause und könnten uns so viele Crepes machen, wie wir könnten. Das wäre echt schön. Und wenn wir genug gegessen hätten, könnten wir die anderen verkaufen. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Was denn für eine? Warte kurz. Bello, was hat sie denn jetzt vor? Vielleicht kauft sie mir eine Wurst. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Schmeckt dir meine Crepe nicht? Doch, doch, klar. Was würden Sie davon halten, einen Tag Urlaub zu machen und sich mal richtig zu entspannen? Urlaub, das wäre schön. Geht aber nicht. Ich muss arbeiten. Wir würden für Sie arbeiten und Sie können sich bei uns zu Hause entspannen. Deal? Oui, oui. Wirklich? Ja, wirklich. Okay, einen freien Tag könnte ich wirklich gut gebrauchen. Also abgemacht. Gleich morgen bei uns zu Hause. Am nächsten Morgen. Ich habe mich noch nie so auf einen Arbeitstag gefreut wie heute. Naja, ein Arbeitstag ist es auch nicht wirklich. Anna, komm, beeil dich. Der Kreppmann wird bestimmt gleich da sein. Bin ja schon fertig. Oh, oh, guten Morgen, ihr zwei. Hallo. Guten Morgen. So, hier ist mein Wagen. Hier sind die Früchte und Nutella. Und hier die Kelle und der Schaber. Okay, und wo ist der Teig? Na, den müsst ihr schon selbst machen. Ich habe doch heute frei. Oh je, na gut, das kriegen wir auch hin. Genau, Sie können sich auf die Liege liegen. Und ich bringe Ihnen gleich was zu trinken. Oh, sehr gut. Du, Mama? Ja, was ist denn? Könntest du uns helfen, Crepe-Teig zu machen? Ja, klar, aber warum? Na, wir wollen Crepe machen. Wir haben doch eben gefrühstückt. Bitte, Mama. Na gut. Der Teig ist fertig. Super, dann können wir anfangen. Du hast hier schon die Shirts an. Ja, steht mir gut, oder? Ja, toll. Brauchen Sie noch irgendwas? Nein, nein, im Moment bin ich wunschlos glücklich. Wir müssen noch ein Schild aufstellen, damit alle sehen, dass wir Crepes verkaufen. Gute Idee. Heute Crepes für... Was soll denn ein Crepe kosten? 10 Euro? Nein, das ist zu viel. 3,50 Euro wäre okay. Okay. Fertig, habe ich alles richtig geschrieben? Fast, aber es ist schon okay so. Dann wollen wir mal. Aber den ersten kriege ich bitte. Ich wollte auch den ersten, aber okay, dann kriege ich den zweiten. Das sieht schon richtig professionell aus, Anna. Danke, und jetzt umdrehen. Oh je, das wurde leider nichts. Ich versuch's nochmal. Ist doch nicht so einfach, wie es immer aussieht. Jetzt klappt es besser. Machst du mir bitte Zimt und Zucker drauf? Na klar. Lecker, Anna. Der schmeckt ausgezeichnet. Prima. Wer ist denn der Mann da? Wieso liegt er im Garten meiner Schwester? Ach, da sind ja Anna und Peter. Die fragen wir mal. Hallo, ihr zwei. Hallo, Tante Jule. Hallo, Felix. Hallo. Hallo. Was macht ihr denn hier? Und wer ist der Mann da auf der Liege? Wir verkaufen heute Krebs und der Mann ist der Besitzer dieses Wagens und hat mal einen Tag Urlaub. Ach was, das ist aber nett von euch. Aber für euch sind die Krebs natürlich kostenlos. Nein, nein, ihr macht euch die Mühe, also sollt ihr dafür auch entlohnt werden. Wir nehmen 2 Stück. Alles klar. Bitte sehr. Vielen Dank. Hier, Felix, für dich. Aber puste noch ein wenig, der ist sehr heiß. Danke. Wir müssen jetzt weiter. Viel Spaß euch noch. Danke. Wo sind denn die Kinder hin? Ich dachte, die wollten Krebs machen. Seltsam. Hä? Was macht ihr denn hier? Na, Krebs, was denn sonst? Wir verdienen damit Geld, Mama. Wir sind sehr geschäftstüchtig.
Wo kommt denn der Wagen her? Den haben wir uns ausgeliehen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Beruhige dich, Mama, und relax. Genauso wie der Crepe-Verkäufer. Ach, herrlich ist das. Wir dachten uns, er hat einen Urlaubstag verdient. Ich bin sprachlos. Hey, habt ihr einen Crepe-Stand? Mega, ich hätte gerne einen mit super viel Nutella. Aber du musst Geld bezahlen. Wie viel denn? 3,50 Euro. Ich habe nur 10 Cent, geht das auch? Na gut, weil du es bist. Danke. Ist der lecker. So viel Nutella habe ich sonst nie bekommen. Kriege ich gleich noch ein? Mal schauen, ich möchte auch noch ein. Was macht ihr denn hier? Wir verkaufen Crepes. Möchten Sie auch einen? Habt ihr denn eine Gewerbeerlaubnis? Sowas braucht man nämlich, wenn man hier in der Straße was verkauft. Na, sagt schon, habt ihr eine oder nicht? Weil Sie es sind, bekommen Sie einen Crepe gratis. Bitte sehr. Oh, das ist aber nett. Der schmeckt ausgezeichnet. Haben Sie eigentlich was von dem Verehrer gehört, der Ihnen an Valentinstag Blumen geschenkt hat? Nein, leider nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, wer es war. Oh, schade. Wie findest du mein Outfit heute, Rich? Du siehst super aus, mein Liebes, wie immer. Der Rock ist sehr neu und sehr teuer. Wie findest du ihn? Steht dir sehr gut. Nachher muss ich noch zur Kosmetikerin. Ich muss unbedingt meine Wimpern machen lassen. Mach das. Und in meine Lieblingsboutique wollte ich auch noch mal. Ich habe da eine ganz schicke Bluse gesehen. Die muss ich einfach haben. Möchten Sie auch ein Crepe kaufen? Ein Crepe von einem Straßenverkauf? Auf keinen Fall, sowas essen wir nicht. Wenn überhaupt, muss von einem 5-Sterne-Koch sein. Außerdem ist ein Crepe auch nicht das, was ich normalerweise esse. Da ziehe ich Gemüse und feinsten Fisch vor. Sehe ich etwa so aus, als ob ich sowas essen würde? Also ich hätte schon Bock auf einen Crepe. Kommt nicht in Frage, Rich. Auch für dich ist ein Crepe voll ungesund. Unser Koch wird uns gleich was Delikatesses kochen. Komm, wir gehen. Ein einfaches Nein hätte es auch getan. Ja, wirklich. Ein Crepe von einem Straßenstand, also sowas. Unser Teig ist fast alle. Möchtest du noch ein Crepe, Peter? Eigentlich bin ich satt, aber gut, ein esse ich noch. Hier, bitte. Dankeschön. Oh, Papa kommt nach Hause. Mann, das war wieder ein harter Arbeitstag. Bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Hallo Kinder, wow, habt ihr einen Crepe-Stand? Wie cool, wo habt ihr den her? Hallo Papa, das ist eine lange Geschichte. Kriege ich auch einen Crepe mit ganz viel Nutella, bitte? Papa, das tut mir total leid, aber der Teig ist leider alle. Was? Oh nein. Ja, leider. Aber ich habe so einen Bärenhunger. Hallo Peter, wir haben noch von der leckeren Gemüsesuppe was über. Soll ich sie dir warm machen? Die leckere Gemüsesuppe ist noch da? Oh, wie schön. Ja, gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Tschüss!